ich in Düsseldorf kennengelernt bei Günter Schmitz auf einer Starrevue. Und sie kommt aus, wo war das nochmal? Aus, ach, ist auch egal. Jedenfalls in der Nähe von Düsseldorf. Nee, Köln. In der Nähe von Köln. Hier sind Frau Knüssel und Frau Knatsch. Bitte Einmarsch! Ja, aber
Tag schwimmen? 7 Meilen in der Triluft? Mein Gott, ist die Frau bekloppt. Jeden Tag schwimmen. Haben Sie schon mal ein schlankes Flusspferd gesehen? Sex darf der arme Mann nur noch mit seiner eigenen Frau. Schließlich soll er sich ja nicht mehr aufregen. Wenn Sie wüssten, wie aufregend mich mein Mann noch findet. Wenn er mich sieht, dann wird er zum Vulkan. Zum Vulkan? Ein Ausbruch in 2 Jahren?
ich mich jetzt sowieso mal scheiden lassen, ne? Frau Knöfel, also das sollten Sie sich aber überlegen. Mit 8 Kindern. Aber was ich ja interessant finde, ne? Dass alle 8 Kinder im Abstand von 2 Jahren am selben Tag Geburtstag haben. Ja, wissen Sie, zu der Zeit war mein Mann ja noch berufstätig. Ach, was war Ihr Mann denn von Beruf? Präzisionsstanzer. Aber wo wir gerade von Kindern reden, ne? Haben Sie schon gehört, dass unsere Nachbarin Drillinge kriegt? Drillinge? Boah, das ist aber selten, ne? Das klappt nur alle 20.000 Mal. Alle 20.000 Mal? Ja verdammt, wann macht die Frau denn ihren Haushalt? Meine Oma liest ja heutzutage immer öfter von Mehrlingsgeburten. Ja, wer traut sich heute noch alleine raus? Ich sage Ihnen, das schlimmste Verhütungsmittel, das ist eine Glücksspirale. Ne, also ich bin ja der Meinung, am sichersten ist immer noch Enthaltsamkeit, ne? Aber wenn mein Mann mich dann so küsst und dann die Augen schließt, warum macht er denn eigentlich? Hat sie küssen? Quatsch, die Augen schließen. Ich glaube, die Frau hat noch nie in den Spiegel geguckt. Ich bin doch wohl eine tolle Erscheinung, ne? Eine Erscheinung schon, aber toll. Ich mache jede Mode, jeden Trend mit. Ich habe mir ja vorhin auch ein Tattoo machen lassen. Was haben Sie? Tattoo, was? Tattoo, Sie wissen doch, tätowieren. Ich habe jetzt auf jeder Brust so eine kleine Elfe. Ja, was gibt es denn da zu lachen? Auf jeder Brust eine kleine Elfe? Frau Knüssel, da müssen Sie aber mal zum Arzt. Der kann Ihnen ganz bestimmt helfen.
kann der Doktor auch nichts dran machen. Nee, aber ich denke, wenn wir mal in Urlaub fahren würden, ne? Hören Sie mal auf mit Urlaub. Das ist nur Stress. Ich war 3 Wochen an der Nordsee, 3 Wochen Tourtaxi bezahlt. Ich bin kein einzig Mal gefahren. Und dann wurde da Wellenreiten angeboten. Ja, das war vielleicht eine Scheiße. Meinen Sie, das Pferd wäre einmal mit mir ins Wasser gegangen? Nee, Frau Knössel, Nordsee, nein, danke. Wenn wir in Urlaub fahren, dann fahren wir nach Garmisch in ein Luxushotel. 6.000 Betten, nur für die oberen 10.000. Das ist Luxus. 10.000 Mann in 6.000 Betten? Ich glaube, Sie gehen wirklich mal nach Doktor. Sie haben was von Ihrem Sturz zurückbehalten. Nee, hören Sie mal, ich gehe doch nicht wegen dem Sturz nach Doktor. Ich gehe doch nach Doktor wegen meinen Hämorrhoiden. Ja, Gott sei Dank habe ich da mal nichts mehr am Hut. Dann wissen Sie auch, was Sie sind, ne? Ja, sicher. Glücklich bin ich darüber. Nee, nicht nur das. Menschen wie Sie, ohne Hämorrhoiden, ne? Das sind astreine Arschlöcher. Tschüss! Meine sehr verehrten Karnevalsfreunde, das waren Frau Knössel und Frau Gnatsch. Wir sind nachgelesen. Das sind die Petra Potthoff und die Annelie Holthausen. Jetzt, wo kommt ihr wirklich her? Kummersbach. Aus Kummersbach. Kennt man irgendwo vom Handball, ne? So, meine sehr verehrten, lieben Karnevalsfreunde, jetzt kommt unsere kleine Dame mit ihrem Showtanz. Und ich weiß, da ist so ein kleines, krankes Huhn dabei, die hat gesagt, die ist wirklich krank. Dann hat sie gesagt, ich kann doch nicht die anderen im Stich lassen. Wenigstens heute möchte ich dabei sein. Bitte ein Marsch für die kleine Tanzbade mit ihrem Showtanz.
alle Aldi, ne? Und wer das sagt, der geht da nicht einkaufen, dann durchmachen. Wir gehen auf jeden Fall, denn irgendwo muss man ja sparen. Und der heute ist ja gestern lassen. Hier ist unser Aldi-Song. Bitte Einmarsch. Dankeschön und Abmarsch.